Ja, hallo. Ich bin der Norbert, euch auch bekannt als Thunderhawk. Ja, ich möchte heute mal mit euch darüber sprechen, wie der Wolf bei mir ins Logo kam. Gut, fangen wir doch erstmal damit an. Was haben eigentlich die Landpiraten mit mir zu tun? Ich wohne hier in einer sehr ländlichen Gegend zwischen Werra und Meißner. Ja, wir haben hier viele Dörfer. Der Meißner ist 750 Meter hoch. Hinter mir ist die Hessische Schweiz. Hinter dem Hügel irgendwo mit 500 Meter hoch. Du hast sehr viel Landschaft, tiefe Auen, wo du entlang der Werra fahren kannst. Ja, alles schön. Ich liebe aber Schiffe. Ich liebe das Meer. Ich liebe halt die See und die Küste. Das habe ich hier alles nicht. Ich bin aber gerne am Meer. Ich bin gerne an der Küste. Ich mag das alles. Ja, was haben jetzt Piraten damit zu tun? So übel sind Piraten eigentlich gar nicht gewesen, wie man sie im Film immer wieder darstellt. Sie waren eigentlich sehr soziale Menschen. Wenn jemand auf eine Beutetour nicht mehr mit konnte, dann wurde halt dafür gesorgt, dass dieser trotzdem was vom Schatz abbekam. Sei es, weil ihm zum Beispiel das Bein abgehackt wurde oder weil er gestorben ist, dann wurden sogar seine Nachkommen versorgt. Also schon weit bevor wir hier in der Weimarer Republik bei uns die gefeierten Sozialversicherungen hatten, gab es halt schon sowas wie Sozialleistungen. Und ich sag mal so, insofern sind Piraten als solches gar nicht mal ganz so übel. Natürlich, dass man einfach fremde Schiffe versenkt und deren Schätze erbeutet hat, das geht mal gar nicht. Aber das haben wir ja dahingestellt, ich sag mal so, man muss immer auch nach den Gründen fragen, warum, was, wie und passiert ist. Und dass nicht jeder mit der Krone seiner Zeit, sei es der französischen, englischen, spanischen, italienischen und was auch immer zu tun hatte und damit auch nicht ganz zufrieden war. Es lag halt in den damaligen Sinn der Dinge und den Abläufen, die damals passiert sind. Okay, jetzt haben wir das mit dem Pirat. Wieso jetzt der Wolf? Ja, ich finde auch, Wölfe sind recht soziale Tiere. Wenn ein Wolf mal krank wird, dann kümmert sich das Rudel um ihn. Es zieht nicht einfach weiter. Nein, es sorgt dafür, dass dieser Wolf versorgt wird, dass er wieder gesund wird und wieder mit dem Rudel mitziehen kann. Gut, wir sind hier leider mittlerweile auch Wolfsland, wobei das leider hält sich für mich irgendwie ein bisschen in Grenzen. Ich bin froh, dass der Wolf wieder zurück seinen Weg zurück in die Natur gefunden hat. Natürlich, für die Landwirte ist es schlimm. Ruckzuck ist man Kalb gerissen, Ziege, Schaf und so weiter. Das ist natürliche Beute für den Wolf. Es ist nicht schön, wenn man da als Landwirt dann hinkommt und sieht, ist was passiert. Nur mir wird leider ein bisschen viel zu schnell davon geschrien, von wegen, wir müssen die Zahl der Wölfe dezimieren, wir müssen die Wölfe bekämpfen, dies, das, jenes. Das ist irgendwo, ja, geht für mich irgendwo weit vorbei, weil ich sag mal so, letzten Endes, wir müssen uns unseren Weg suchen, wie wir zusammen halt leben können. Und für beide müsste ein Lebensraum da sein. Ich sag mal so, wir haben auch ein Problem hier mal gehabt mit Greifvögeln am Leuchtberg. Da hat es jedes Jahr einen Bussard gegeben, der Jogger angegriffen hat. Ich hatte seinerzeit auch mal hier oben so eine nette kleine Schramme von ihm bekommen. Das Problem ist ganz einfach, in der Regel stößt der Mensch mit diesen Tieren selten aufeinander. Das Problem ist, dass der Mensch sich immer mehr in den Lebensraum der Tiere ausbreitet. Und natürlich kommt es dann auch immer mehr zu Aufeinandertreffen und natürlich auch zu Konfliktpotenzial. Und da müssen wir halt irgendwo lernen, wie wir miteinander klarkommen, wie das Ganze halt miteinander funktionieren kann. Der Wolf ist ein Tier, was seine Beute kilometerlang verfolgen kann. Es hat eine grenzenlose Ausdauer, einen Willen, wenn es ein etwas haben möchte, diesen hinterher zu jagen, wo ich sagen muss, ja, Respekt. Und ich sage mal so, für mich passt ohnehin der Begriff The Lonely Wolf, der einsame Wolf, eh besser. Natürlich, ich kann auch im Team arbeiten. Das ist kein Thema. Sollte man heutzutage auch können.
Aber ich bin auch sehr gut daran, wenn es darum heißt, alleine klarzukommen. Sich für alleine für einen Weg für sich zu finden, sich alleine dafür entscheiden, wie man vorwärts kommt. Und zu sehen, wie man seine Ziele erreicht. Insofern, ich mag den Wolf. Und alles andere muss man halt entsprechende Lösung finden. Und deswegen, ja, ist der Wolf halt bei mir irgendwie ins Logo reingerutscht. Finde ich auch gar nicht mal was Schlechtes, oder? Wie seht ihr das?